Brille wieder am Start. Willkommen in meinem Kitchen-Labor, aka das Fitness-Elevator Drogen-Kitchen-Labor, Luca. Du bist gemeint. Hab einen kurzen Einkauf hier für euch. Wettkampfvorbereitung. So sieht das aus bei mir. Das kaufe ich ein in der Wettkampfvorbereitung. Ich habe das legendäre Pulled Pork von Aldi, Barbecue, die Macros, für alle, die es nochmal interessiert. Der fokussiert hier immer nicht. Er fokussiert nicht. Es sind auf jeden Fall auf 100 Gramm 3 Gramm Fett. Eiweiß 19, Kohlenhydrate 2,8. Dann für alle Leute, die gerne Weißbrot essen. Echtes italienisches Weißbrot. Es steht darauf alles auf Italienisch drauf. Und für die, die immer sagen, ja, Weizen, Gluten, ist ja alles minderwertig. Den will ich schon widersprechen. Aber überlegt mal, die ganze Bevölkerung, die südliche Bevölkerung, die Südländer, die essen ja alle nur Weißmehl, ja? Weizen etc. Und ja, es gibt in der Bevölkerungsgruppe deutlich weniger der üblichen Zivilisationskrankheiten. Ja? Die essen ganz viel Weißmehl, natürlich auch Olivenöl etc. Denkt einfach mal drüber nach. Ja? Nicht alles auf erstmal verteufeln, alles in Moderation. Ja? Aber dazu sei gesagt, das italienische Brot, wer das schon mal hatte, besorgt euch mal, schmeckt auch ganz anders und viel besser als diese normalen Toast-Varianten, die es in Deutschland gibt. Die schmecken halt auch echt nicht. Oder? Dann meine Lieblingsmilch, Mandel, ungesüßt, beste Kalorienmenge, 100 ml, 13 Kalorien, ungeschlagen von der Kalorienmenge und schmeckt auch noch richtig geil nach Mandel. Dann gibt es Kichererbsen. Kann man wunderbar zum Backen nehmen, so Cookie Dough machen. Mal gucken, vielleicht mache ich heute Abend noch einen Kuchen. Passierte Tomaten für meinen Schupfnudelauflauf. Und mit das Geilste, was es überhaupt gibt, Parmesan-Käse. Also ich bin heute ein bisschen italienisch unterwegs. Ah, mal gucken, was ich heute noch so mache. Ein bisschen Parmesan habe ich Bock drauf. Auch wenn ich Low Fat mache. Ja. Da seht ihr mein kleiner Einkauf während der Wettkampfdiät. Moin Moin Leute, es ist Donnerstag, 8:25 Uhr. Heute ist Rest Day. Und ich fahre zum Cardio. Slow and steady, 30 Minuten heute. Vorher gönne ich mir noch ein Monster. Once again. Und ja, habe ich jetzt Bock auf Cardio? Nein. Muss es sein? Ja. Damit die Form auch passt. Ich werde das Cardio-Training, wie gesagt, diese Woche noch bei dreimal belassen, a 30 Minuten. Und dann gucken, was nächste Woche da an Anpassungen nötig sind. Auch von den Macros. Die Waage hat heute 77,5 angezeigt. Als ich dann wieder drauf gestiegen bin, war ich bei 79. Also meine Waage ist halt auch nicht so wirklich stable in den Ergebnissen. Aber die Form wird definitiv besser. Ich mache jetzt kein Fasted-Cardio, so wie es die meisten oder viele dann vermuten würden. Ich habe eben gefrühstückt, meine Zotes mit Protein-Fluff, so wie ich es liebe. Das heißt, 350 Calories habe ich schon in.
und habe dann einfach das Gefühl, mehr Power beim Cardio-Training zu haben. Und darum geht es mir. Ich werde dadurch jetzt nicht mehr oder weniger verbrennen, schon gar kein Fett oder irgendwas. Dazu gesagt, Fasted Cardio ist aus meiner Sicht nicht notwendig. Lieber Energie rein beim Cardio, mehr Energie haben, dann auch mehr Energie-Output haben. Das ist mittlerweile mein Ansatz. Ja, hab mir beim Frühstück gerade ein Video zum American Dream vom letzten Jahr angeguckt. Das hat der Eike Wimken ja mitgemacht. Der wird ja auch dieses Jahr wieder mitmachen. Und ja, find's halt ein bisschen blöd, dass das wirklich nach Größe geht und nicht nach Gewicht. Aber ja, ich muss halt gegen die Big Boys antreten. Alles über 1,80. Und da waren letztes Jahr schon krasse Brocken dabei. Allein Eike Wimken selber. Aber hey, Leute, setzt euch die Ziele groß. Ihr müsst Angst vor euren Zielen haben. Ja, und das, also was heißt Angst? Ich habe heute Morgen echt gedacht, Junge, was hast du dir da vorgenommen? Stell dich mal neben die Jungs auf die Bühne. Puh, das ist schon eine harte Nummer. Aber ich bin in dem Moment auch gleich wieder, habe mich umprogrammiert und war auch gleich wieder stolz darauf, dass ich es gemacht habe. Ja, klar habe ich eine Art von Angst oder gehabt, dass, oh Gott, gehst du da unter? Aber egal, das hat mir nur wieder gezeigt, das ist genau das richtige Ziel. Da arbeite ich drauf hin, deswegen werde ich noch härter arbeiten. Und selbst wenn es dann irgendwie ja, nicht so doll läuft, ist es eine Erfahrung und nächstes Mal kommst du stärker wieder. Von daher genau das richtige Signal, dieses leichte Angstgefühl sagt euch immer, genau das solltet ihr gerade tun. Ja, wenn ihr merkt, ah, was muss ich heute machen, wo grummelt es mir im Magen, ran da, einfach machen. Genau das ist das Signal, dass ihr es tun müsst. Ja, in dem Sinne bin ich jetzt motiviert, Cardio zu machen, will euch jetzt auch nicht zu lange vollsülzen hier wieder im Auto, wenn man es nicht so gut versteht. Ja, auf geht's, Cardio Training. Das kannst du mal aufnehmen. Ja. Ja. Mach das gleich nochmal. Was sagst du dazu? Ja, so sieht das aus, wenn man eine Beinlänge fallen kann. Boah, wie viele Zentimeter sind das? Irgendwann kriegt er nämlich dann Arthrose im Knie- und Hüftgelenk, wenn du immer in dieser dauerhaften Position bist. Ja, eben. Das ist wirklich scheiße. Warte mal. Und komm nochmal hoch. Leg dich auf die linke Seite. Also ich fahre noch mal ein bisschen auf dem Fahrrad. Ja, ja. So. Ich habe schon durchgerollt. Alles. Also was ich dir gesagt habe, ist gut. Lass locker. Lass den Kopf liegen auf der Boden. Und jetzt dreh ich mal nach rechts. Mach auf so weit. Das sind deine Streckerpunkte, da muss man ja die Spannung mal rausnehmen und dann ziehen die nicht mehr am Gelenk, ne? Weil das ist ja klar, wenn dieser Streckerpunkt immer... Ich hab Hunger! Rest Day Meal. Ich probiere heute einen Pizza-Burger aus. Das sieht man hier besser. Und ich muss unbedingt ein Solarium, werde ich morgen früh mal machen. Pizza-Burger, was ihr oder ich dazu brauche, ich weiß noch nicht, ob es was wird.
sind oder ist folgendes. Ihr braucht. Alright, da ist das Ding. Es duftet schon mal richtig geil. So sieht er aus. Der Pizza-Burger. Und jetzt gucke ich mal, ob ich den noch aufkriege. Ob der schon... Da ist er. Cheesy. Yeah. Kurzer Nachtrag. Der Burger war Bombe. Deswegen werde ich das als separates Video machen, damit das nicht untergeht. Dann könnt ihr es nachkochen. Pizza-Burger bestimmt viel geiler als den, den es von Dr. Oetker gibt. Ja. Da jetzt nochmal Props an Marcello MCELLO bei Instagram suchen. Oder ja, der hat das Ganze erfunden. Respect where respect dues. Alright.